Navy 9 Jahre behauptet, ich erkenne alle Länder der Welt alleine an ihrem Umriss und weiß auch die dazugehörige Fläche und bin darin besser als die beiden Mausexperten Ralf Kaspers und Armin Maywald. Navy Ralf und Armin bekommen abwechselnd 3 verschiedene Länderumrisse gezeigt, zu denen sie jeweils den korrekten Namen und die Fläche benennen müssen. Für jedes richtig genannte Land mit Flächenangabe gibt es einen Punkt. Jeder bekommt 3 Aufgaben. Wer am Ende mehr Punkte hat, gewinnt das Duell. Klein gegen groß. Auf, los geht's. Los! Und wir starten mit den ersten 3 Länderumrissen für Nebi. Belgien, Sri Lanka und Dänemark. Okay. Das stimmt schon mal. Und die Landesflächen dazu. Belgien hat die Landesfläche von Belgien? 31.000 Quadratkilometer. Mhm. Sri Lanka hat 66.000 Quadratkilometer. Ja. Und Dänemark hat 43.000 Quadratkilometer. Okay. Die ersten 3 Punkte für dich. Du willst sicher wissen, wie wir uns das aufgeteilt haben. Ich bin sehr gespannt. Wie habt ihr euch vorbereitet? Ja, wir haben einfach eine Liste gemacht, ja. Und die Länder nach Größe sortiert. Aha. Armin hat die Großen genommen und ich die Kleinen. Okay, dann schauen wir, ob es zum Erfolg kommt. Hier kommt eure erste Aufgabe. Hier sind die ersten 3 Länderumrisse. Das linke ist Argentinien mit 2,78 Millionen Quadratkilometern. In der Mitte, das ist der Tschad mit 1,28 Millionen Quadratkilometern. Und rechts, das ist Mauretanien mit 1,03 Millionen Quadratkilometern. Punkt. Okay. Und dann können wir die Landesflächen gleich hinterher liefern. Argentinien ist das Größte natürlich. Ja. Und auch das war alles richtig. Und Ralf, du kannst auf ewig behaupten, mit den ersten 3 Punkten hatte ich nichts zu tun. Ja, stimmt. Tut mir leid. Ist okay. 3:3. Nächste Aufgabe für Nebi. Guatemala, Vietnam und Rumänien. Guatemala. Okay. Warte, wir decken es einmal ganz kurz auf, dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Jetzt, ja? Guatemala hat 109.000 Quadratkilometer. Vietnam hat 331.000 Quadratkilometer. Und Rumänien hat 238.000 Quadratkilometer. Das ist wirklich spektakulär, Nebi, was du hier alles weißt. Und es sind die nächsten 3 Punkte. Entschuldigung, ich wollte gar nicht lange unterbrechen, aber wenn euch die Challenge gefällt, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, und denkt an die Glocke. Ne? So, jetzt geht's weiter. Es geht weiter mit euch. Links, das ist Nepal, 147. In der Mitte, das ist Niger, 1,27 Millionen Quadratkilometer. Und rechts ist Benin mit 113.000 Quadratkilometern. Genau. Und noch mal ganz kurz, bevor wir die Flächen einblenden. Du hast eben, sag doch mal die Fläche von Nepal, nur dass wir es ganz korrekt haben. 147.000 natürlich. Genau. Das wollte ich nur noch einmal hören. Und bei Niger ist es 1,27 Millionen Quadratkilometer. Genau. Und Benin 113.000 Quadratkilometer. So sieht's aus. Hm. 6:6. Nebi, nächste Aufgabe für dich. Venezuela, Spanien und Südafrika. Venezuela hat 912.000 Quadratkilometer, Spanien hat 505.000 Quadratkilometer und Südafrika hat 1,22 Millionen Quadratkilometer. Nebi, es ist beeindruckend. 3 Punkte für dich. Und damit führt Nebi 9:6. Für euch die nächsten 3. Wenn ihr die richtig beantwortet, geht's ins Stechen.
Mitte, das ist Senegal mit 197. Rechts, das ist Norwegen. Und links, das ist eine von deinen, ne? Das ist, nee. Für mein Gefühl, ist das Island. Island sieht anders aus. Dann ist es Irland. Ach stimmt, das ist Irland. Stimmt, du hast recht, das ist Irland. Das ist 70.300 Quadratkilometer. Ja. Also nochmal von vorne. Irland. Ja. Und dann? Senegal. Ja. Und Norwegen. Norwegen. Ja. Okay. Und das Irland hat 70.300 Quadratkilometer. Ja. Und der Senegal hat 197.000 Quadratkilometer. Ja. Und Norwegen hat 234.000 Quadratkilometer. 2, 3, 4. Oh, 3, 2, 4. Moment. Jetzt, Devi, du hast es natürlich sofort gesehen und gehört. Ja. Norwegen ist falsch. Weil Norwegen hat 324.000 Quadratkilometer und du hast gerade gesagt 234.000 Quadratkilometer. Ja. Damit sind das nur 2 Punkte für euch. Und damit gewinnt Nevi das Länderflächenduell mit 9-8. Nevi, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.